Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge. Was hat er eigentlich mit Hofbergmann immer? Kalkenberg. Ja, das ist ein Arsch offen. Das ist auch. Nee, Kalkenberg. Noch nicht. Morgen erst wieder. Und der Luki ist auch dabei. Hallo. Glaubst du, das Feld bringen wir in der Folge fertig? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub nicht. In der nächsten Folge. Ja. Dann haben wir noch ein Feld und dann noch da ein kleines Feld und dann sind wir eh fertig mit Mais wechseln. Ja. Also noch Grasmähen und dann Mulchen und Gruppern. Dass wir ein bisschen was ansehen können. Das ist echt lustig, gell? Im Winter habe ich wieder das Problem. Sag mal, was machst du denn da? Ich bin erst schön auf die andere Spur, dann kam einmal eine Karre um die Ecke und dann. Im Winter weiß man dann wieder nicht, was man machen soll da. Die zwei Tage, wo Schnee liegt so ungefähr, und jetzt ist ja im Herbst, kommst du mit der Arbeit nicht hinterher. Geht mal eigentlich. Ist das echt ja nicht anders, ne? Ja. Natürlich, du hast das Glück vom Prinzip, ne? Hast du wirklich Monate, wo du, ne? Das ist, nichts hast, das ist der größte Witz, gell? Ich habe ja jetzt, ich hätte ja vom Prinzip in Wintermonaten drei Kurse. Also ja von zwei rausgekürzt. Muss jetzt da Praktikum machen. So. Machst du Praktikum beim Mundigel, hat er auch gesagt, ist kein Problem. Auch in der gleichen Aussage, wo er sagt, ja, ist normal kein Problem, sagt er, ja, er muss, er weiß noch gar nicht, was der Arbeitsminister ansteht, weil ja die winterarmen Monate sind und er weiß gar nicht, was er seinen Lehrlingen und seinen Festangestellten an Arbeit geben soll. Mhm. Auch das besprechen wir am Montag, bist du also dabei? Super. Jetzt haben wir das am Wochenende, wo alle 5 Minuten erklärt wird, warum, woher wir uns kennen. Können wir uns hier einfach darauf bestehen, dass wir sagen, wir haben uns beim Dating kennengelernt? Nee, das klingt so plausibel, das lassen wir nicht mal. Ich hab deinen Kommentar unter dem Instagram-Beitrag gesehen und war direkt hin und weg. Auch das klingt zu unplausibel. Dann bin ich mit meiner Latein am Ende. Das heißt, den Leuten das immer so, wie es ist. Du warst ein absoluter Schnorrer, hast gefragt, ob du mitmachen kannst und hast dir jetzt die Hälfte vom Unternehmen gequält. Richtig. So sollte es eigentlich immer laufen. Silo-Stick ist voll, ne? Was? Silo-Stick voll, hab ich gesagt. Ja, Silo ist noch leer. Ist ja noch nicht mehr geschoben, Alter. Danke, wenn ich auch leider nicht geschoben ist. Aber weißt du, wer weiß, er schiebt? Mein Anhänger. Nach draußen, oder was? Das Traurige ist ja, dass selbst wenn die Fühlmenge sich nicht ernährt, der Schubwagen trotzdem zu Ende abschiebt. Das ist halt traurig. Jetzt ist er nämlich hinten, jetzt sieht aus, hätte er noch 5000 Liter und ist noch voll. Ja. Das ist ein bisschen Quatsch. Aber das hatte ich vorhin schon beim Abkippen. Und ich dachte, hä, muss doch leer sein, auch immer.
Das ist bei dir normal. Wir möchten den auch Hunger. Wir möchten den so auch. Ich aus Sache, die Heckklappe einfach aufdrückt. Ja. Ja, inzwischen werden die Bahnen ganz schön kurz. Ich und die Bahnen sind kurz. Jetzt kommt wieder die Bushaltestelle, der kleine Verkehrsübungsplatz. Wir müssen dann später ein zwei Ecken noch raushäckseln, gell? Okay. Was der Häcksler jetzt wieder stehen lässt. Keine. Was hier drauf? Ja. Oh je, je. Ich liege damit 15 um die Kurve zu schmeißen. Du kommst gerade rechtzeitig. Kannst gleich da oben reinfahren. Achtung, mein Feld. Wo stehst du gerade? Ich sehe irgendwie, dass das Anhänger mehr fliegt. Aber das Geile ist halt, ohne Lenkachse hat halt, finde ich, aber einfach den Vorteil, dass ich den so easy ohne Probleme rückwärts fahren kann, ne? Aber so ohne Probleme. Ja, also den genau. Fährt der immer über die Karte rückwärts durch den Kreisverkehr. Also genau dein Anhänger oder was? An sich bin ich ziemlich zufrieden damit, weil du wirklich gut rückwärts fahren kannst. Und durch das, dass er hier sein Dings hat, sein Abschieber, kannst du auch überall in Gebäuden dann abkippen. Ja. Würde nicht ganz so schön, aber. Funktional muss es sein. Gut. Du hast ja ganz schön Huckel reingekippt inzwischen. Ja, freilich, wa? Gell? Das Servus. Ja, wir sind wieder an uns. Du musst auch viel weiter nach hinten fahren. Du musst ihn bis ganz nach oben hinschieben und dann abkippen. So, jetzt echt gleich schieben. So eine Schiebung machen. Eine Abschiebung.
Ach, das ist das schon wieder ein absoluter Muck hier, Alter. Ja, jede beschissene Schaufel hat die Schiebefunktion drin. Für die Schaufel vom Radlader hat sie nicht drin. So ist das, gell? Ja. Bist du schon mal an den Bushaltestellenhäusern hängen geblieben? Ne. Tatsächlich glaube ich jetzt beim jedes Mal rumfahren. Bisschen fragig. Ne, ich habe ja Lenkachse, die schlupft ja schon mal vorbei. Ja, stimmt. Ja. War ja was. Alter. Noch ein größerer Schenker hätte ich nicht machen können, oder? Ne? Du? Ich bin geradeaus auf dem Kurs geblieben. Auf dem Kurs geblieben, Junge. Ich hatte GPS drin, Junge. Schön. Wie schaffst du es da am Bushaltestellenhäuser da hängen bleiben? Hä, hey, warum fahren halt, hä? Deswegen kann ich die Kurve gar nicht nehmen, dass ich da hängen bleib. Hä? Du bist ja auch gerade andersrum gefahren. Ich hab ja da gerade mit 80 vorbei, Alter. Ja, dreh doch mal 180 Grad, dann fahr er nochmal an. Ja, weil ich fahr zurück vom Weißfest. Ich muss gleich den Schwung ausnehmen, da ich gerade 80 fahr. Zug. Hat keine Bremsen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.